Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir nochmals ETS 2. Ja, ich habe euch gesagt, ich möchte euch noch einen neuen LKW vorstellen und zwar ist vor etwa ein paar Tagen, ich glaube am 8. Februar, ist nämlich ein neues Update da und zwar das Update 1.34 und zwar ist da ein neuer LKW. Also es kamen mehrere LKWs hinaus von größeren Versionen, kleinen Versionen und so weiter. Und zwar den MAN TGX Euro 6 XXL fahre ich jetzt gerade. Es gibt noch die kleinere Variante XL. Ich habe jetzt mal den XXL genommen in der größeren Variante auf jeden Fall. Und ich zeige euch jetzt mal gleich mal. Wir können mal auf LKW-Händler gehen. Dann gehen wir mal auf den MAN-Händler. So, dann schauen wir mal dabei online kaufen. Ja, also da hinten, also das ist einfach der ist glaube ich schon früher draußen. Also ich habe jetzt diesen hier genommen, den MAN TGX Euro 6 XXL. Man könnte da noch den MAN TGX Euro 6 XXL, gibt es noch in einer kleinen Variante, nur mit zwei Achsen. Ich habe den natürlich mit vier Achsen genommen insgesamt. Der ist mit drei Achsen und das ist der normale MAN TGX XXL, der ist eigentlich glaube ich nicht so speziell. Ja, und da ist nochmals ein MAN TGX Euro 6 XLX. Das ist auch eine andere Version und eine kleinere Variante. Ich habe natürlich den größten genommen, der sollte sich auch für Schwertransporte und so weiter eigentlich gut eignen. Ja, wir werden natürlich heute von Zürich nach Mailand natürlich fahren. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Also wir werden von Zürich bis nach Mailand auf jeden Fall fahren. 6 Stunden Fahrt, eigentlich nicht mehr ganz 6 Stunden, eigentlich nur noch sozusagen 5 Stunden haben wir Fahrt und ja, ich muss einfach sagen, also von innen sieht er einfach deutlich, ja, wohnlicher aus. Also so, man fühlt sich so wie einer Wohnung so, wo es genügend Fenster hat und viel bessere Aussicht, weil halt die Scheibe auch viel größer ist und so weiter. Und die Spiegel sind ja auch größer. Und von außen muss ich einfach sagen, ja, also gibt es nichts Spezielles. Ich habe ihn mal so aufgerüstet. In der roten Farbe gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hätte ihn auch in Blau nehmen können, aber ich habe gedacht, Rot passt eigentlich auch sehr gut zu MAN, obwohl eigentlich auch sehr gut Gelb zu MAN passt. Ja, ich würde mal sagen, los geht die Fahrt und ich muss einfach sagen, der sieht richtig sexy aus und vor allem, der sieht so elegant aus, kann man sagen, diesen LKW. Er sieht wirklich so modern aus, wirklich so modern, elegant und man hat sogar hier ein Bett mit einem lächelnden Smiley, was ich natürlich sehr, sehr cool finde. Also, ich fahre eigentlich diesen Euro 6 und vor allem den XXL in der größten Variante feiere ich mega mit den vier Achsen. Also wirklich mega, mega nice. Muss ich einfach sagen. Ja, und wir werden natürlich mit dem eine Tour machen. Ich möchte den mal so richtig testen. Aber natürlich, bevor wir den testen, müssen wir jetzt mal zuerst auf die Autobahn kommen. Und ja, also sonst gibt es eigentlich nicht viel zum sagen. Wir werden es dann sehen, wenn wir dann auf der Autobahn oder Autostraße sind, können wir dann ein bisschen schneller fahren. Mit dem können wir jetzt wieder richtig Gas geben. Ich habe den natürlich auf dem höchsten Niveau genommen beim Motor. Ist ja logisch. Also Leute, wie ihr mich kennt, ist immer so. Wenn ich bei Euro Truck einen Truck aufrüste, nehme ich ihn immer auf die höchste Aufrüstung, wo es gibt. Meistens immer. Außer es ist eine spezielle Mod, wo es einen anderen Motor gibt. Dann ist es natürlich auch wieder etwas anderes. Aber ansonsten nehme ich eigentlich praktisch immer den höchsten Motor, weil der einfach am meisten Leistung hat und ich nehme auch das größte Getriebe eben, weil es am meisten Leistung hat und natürlich auch schneller fahren kann. Ich feiere dann einfach mega und vor allem den MAN TGX Euro 6 XXL. Ich finde den einfach mega, mega nice und so wie ich ihn von den Reifen aufgerüstet habe und so sieht er für mich noch luxuriöser, kann man sagen, sieht er ein bisschen mehr so Luxus aus. Also wirklich mega, mega nice, muss ich sagen. So, ich würde mal sagen, jetzt legen wir mal richtig los. Man merkt so richtig wieder und ich fühle das richtig, dass eben die Scheiben so hoch sind und das Lenkrad weiter unten. Ich finde es irgendwie so angenehmer zum Fahren, keine Ahnung, aber man fühlt sich sozusagen in diesem LKW wirklich so angenehmer. Ich finde das wirklich mega nice, ey. Wir haben schon lange eigentlich, selten haben wir eigentlich schon wieder einen neuen LKW vorgestellt bei ETS 2.
Und jetzt ist es endlich wieder mal so weit. Oh, wir werden direkt, müssen wir jetzt da durch Wellen- oder Schlangenlinien wieder fahren, ne? So wie in der letzten Folge von Euro Truck Simulator. Ja, also, dass wir das so schnell hinbekommen, habe ich jetzt eigentlich auch nicht gerade gerechnet, aber anscheinend ist wieder ein neues Update da und ich habe das Ganze auch wieder ein bisschen verhängt, weil ich natürlich mit euch auch sehr intensiv bei den anderen Games, weil ich für euch die anderen Games natürlich auch Let's Played habe wie Fortnite. Dann waren wir noch, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche noch an, letzte Woche, ja, waren wir dann auch noch an Call of Duty und so weiter, war ich da noch beschäftigt. Und dann habe ich natürlich die ganze Geschichte mit den Updates von ETS 2 und so ein bisschen verhängt. Obwohl ich eigentlich wieder immer in den Steam Workshop schaute und gedacht habe, wann kommt wieder mal endlich eine neue coole Mod und so weiter und so fort. Und eben, gestern habe ich dann die Trailer-Mod für euch aufgenommen und Let's Played, besser gesagt. Wo ich einfach auch sagen muss, ziemlich geil gewesen, wieder mal eine neue Mod und jetzt wieder mal endlich einen neuen LKW. Zuerst sagte ich natürlich, dass es auch mal wichtig ist, wenn man natürlich auch andere Sachen, wenn ich mal euch andere Mods zeige als nur LKWs, habe ich mal gesagt, letztes Jahr, glaube ich, war das noch, oder dieses Jahr. Und das hat sich nach einer Weile sehr gut geeignet, dass ich euch auch Motoren und Getriebe oder Motoren oder so etwas Ähnliches auch, wo ich im Steam Workshop gedownloadet habe, auch euch vorstellen konnte. Und jetzt habe ich natürlich auch wieder ein bisschen die LKW-Mods wieder ein bisschen vermisst und muss wirklich wieder sagen, bin wieder richtig froh, dass ich mit euch wieder das Let's Playen kann. Ja, ich würde mal sagen, genug gelabert. Ich möchte jetzt mal ein bisschen schneller fahren. Aber ich möchte eigentlich diesen LKW finde ich wirklich schade, wenn wir den schon von Anfang an beschädigen, weil ich finde den einfach mega nice zum Fahren. Obwohl man eigentlich den realen Schaden ja an diesem LKW eigentlich nicht sieht. Das ist ziemlich knapp hier in dieser engen Fahrbahn, ne? So, okay, wie auch immer, wir können auch so, also ich muss sagen, vom Motor her, höre ich jetzt eigentlich nicht so viel Spezielles. Also man merkt eigentlich schon, dass es wirklich ein TGX-Motor ist. Es gab ja auch noch so einen Standard-TGX, wo es auch mal vor etwa 2 Jahren im Steam Workshop gab. Auch ein TGX, den habe ich, glaube ich, euch auch vorgestellt. Alter, einfach richtig, richtig krass, ey. Es war, glaube ich, 3 Jahre oder 2 Jahre war das, glaube ich, her. Ich habe euch mal, glaube ich, den vorgestellt. Einen normalen M1-TGX, aber nicht den TGX XXL. Der ist natürlich mega, mega, mega nice. Und ja, also, falls es der gleiche ist, dann merkt man auch, also eben, es ist eigentlich nicht der gleiche, weil ich mag mich jetzt gerade noch daran erinnern. Aber ja, wir sind jetzt da und ich würde mal sagen, wir geben jetzt direkt mal Vollgas. Ach nee, als ob wir nur auf 90 kommen, okay. Also ich habe natürlich den höchsten Motor, sollte auf jeden Fall aufgerüstet sein. Aber wir können ihn auch auf 90 testen, wie gesagt. Also 90 ist auch nicht gerade ohne. Aber ich möchte jetzt mal schnell schauen, ob wir überhaupt den Geschwindigkeitsbegrenzer rausgenommen haben, weil das kann dann natürlich auch daran liegen, dass er nicht schneller fährt. Okay. Okay, den Geschwindigkeitsbegrenzer ist eigentlich nicht eingeschaltet. Ich hoffe zumindest, dass ich die höchste Aufrüstung genommen habe, weil wo ich den aufgerüstet habe, sollte ich ja schon die höchste genommen haben. Aber ja, für mich kommt es nicht drauf an eigentlich. Auch wenn wir jetzt nur 90 fahren können, ist nicht so schlimm. Und ich glaube, ja, also es sollte eigentlich schon den höchsten Motor sein, den wir genommen. Also sollte eigentlich schon der höchste sein. Wenn es nicht der höchste ist, kein Problem. Auf jeden Fall merkt man schon am Motor, dass der ein bisschen anders klingt als die alten M1, wo es da schon gab, also auch anders, glaube ich, also wirklich so TGX-Struktur, kann man so sagen, vom Motor, als bei den alten M1. Aber ich muss sagen, also ziemlich nicer Motor, ist vielleicht nicht so stark wie bei den alten, aber klingt dafür ein bisschen moderner, muss ich sagen, vom Motor her. Wirklich ziemlich, ziemlich nice. So, wir haben noch 4 Stunden Fahrt bis nach Mailand, Leute. Und mir fällt gerade auf, wir haben bis jetzt keinen einzigen Schaden, auch auf 90, noch nicht gemacht. Aber wartet, Leute, es sind noch 4 Stunden.
Also es wäre mal wieder nice, wenn wir ohne Unfall fahren können, aber das wird sowieso möglich sein, wenn wir uns gut konzentrieren. Und vor allem zweitens, fahren können wir ja nicht über 100 fahren. Das ist jetzt auch das Problem, weil er wieder nur auf 90 kommt. Das muss ich wirklich mal nachschauen und irgendwie auschecken, weil ich finde das wirklich mega, mega komisch, dass es irgendwie nicht klappt. Es sollte eigentlich wirklich über 100 gehen. Aber ich finde, wir können auch so die Fahrt genießen, Leute. Ich denke, wir können ihn auch so austesten vom Motor her. Also ich finde, 90 ist für einen LKW eben auch nicht gerade ohne, obwohl man eigentlich sagen muss, es ist 10 km/h mehr als 80. Und soviel ich gehört habe, dürfen LKWs nur 80 fahren. Zuerst meinte ich, nee, 100, aber ich bin mir das selber irgendwie nicht mehr sicher. Ich bin mir da wirklich selber nicht mehr sicher. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass die nur 80 dürfen. So. Richtig nice auf jeden Fall. Ein bisschen blendet es vielleicht hinein, aber keine Angst. Wir haben wieder eine Sonnenblende. Habe ich da natürlich wieder montiert und natürlich da die verschiedenen Fahnen von den verschiedenen Ländern. Diese Aufrüstung finde ich eigentlich auch mega nice. So, dann würde ich mal sagen, wenn wir jetzt mal direkt abbremsen, ein bisschen abbremsen, ne? Jetzt haben wir da wieder ein paar LKWs hier vorne. Gut, also wir wären natürlich schon schneller in Mailand, wenn natürlich das Ganze jetzt nicht wäre mit den LKWs so weiter und so fort. Ich muss das wirklich noch schauen wegen dem Motor. Also, falls ich den noch schneller hinbekomme, könnte ich vielleicht noch mals einen zweiten Teil von diesem MAN XXL machen, aber eben so wie ich in Erinnerung habe, sollte das Getriebe, Motor, alles auf dem höchsten Stand sein. Aber es kann auch an etwas anderem liegen, ich weiß es nicht, oder ja, manche LKWs können halt einfach nicht schneller fahren. Ist manchmal halt einfach so, obwohl es eigentlich steht, dass der 120 fahren sollte. Muss es nicht immer so sein, aber eben, wir können den auch so feiern. Hauptsache, wir haben diesen LKW und können mit dem überhaupt fahren und hören überhaupt einen Motor als gar nichts. Das wäre dann schon, wenn wir da wirklich, wenn ich euch den gar nicht vorstellen könnte, das wäre dann schon ziemlich blöd. So. Ja, also jetzt ist natürlich nur noch 3 Stunden. Nicht mehr ganz so lange. Wenn der ganze LKW auch ein bisschen schneller fahren würde, dann würden wir es natürlich auch wieder schneller hinbekommen. Alter, ich genieße einfach das Lenken, ey. Ich genieße einfach das Lenken, die Fahrstruktur und alles mit der Lenkgeometrie an diesem M1. Einfach richtig, richtig nice. Also das Einlenken geht eigentlich auch noch ziemlich gut mit diesem LKW. Also ich finde das eigentlich ziemlich nice, das Einlenken und so weiter. Also geht auf jeden Fall auch wieder ziemlich gut so. Aber eben, es reizt einfach mich wirklich. Also es hat mich schon vor ein paar Jahren irgendwie so mega gereizt, wenn ich so mit einem schönen M1 oder schönen Volvo gefahren bin hier in ETS2. Es macht einem wie süchtig, mit diesem LKW zu fahren, weil der einfach so mega, mega nice ist. Einfach richtig cool. Und ich freue mich, euch diesen LKW vorzustellen. Wirklich mega nice, muss ich einfach sagen. Habe ich gar nicht gedacht, dass die SCS-Software noch in diesem Jahr, wo noch so früh wieder ein Update hinzufügt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet und ich muss einfach sagen, die haben es einfach super gemacht, dass es wieder extrem viele Leute natürlich wieder Bock haben, Euro Truck Simulator zu spielen. Obwohl ich eigentlich sagen muss, ist Euro Truck Simulator schon eins von den berühmten Simulator Games. Obwohl eigentlich LS vielleicht ein bisschen beliebter ist. Ich weiß es nicht ganz, aber ich weiß, dass Euro Truck Simulator auch beliebt ist bei vielen. Nicht viele, wo ich kenne, spielen es, aber trotzdem ist es eigentlich noch ziemlich cool, finde ich. So, okay, Leute, also ich denke, die Fahrt bis nach
Mailand, die werden wir easy beenden. Das wird kein großes Problem für uns sein. Wir können uns easy die Zeit nehmen mit unserem schönen und coolen LKW. Oha, okay. Also ich finde, der kann sicher. Also es wäre jetzt noch interessant gewesen, wenn wir so auf einer Australien-Map oder irgendwo spielen würden. Dann wäre das sicher ziemlich nice, mit so einem LKW so eine richtig schöne Tour zu machen und diesen LKW euch natürlich vorzustellen. Man merkt jetzt wieder so, ich genieße es auch mit diesem LKW, die schöne Aussicht, ey. Ah, das habe ich noch vergessen, Leute. Ich teste mal das Licht, das. Oh, Alter. Ein bisschen schwach aus, aber das für diese, also für diesen TGX Euro 6 XXL sieht dieses Licht eigentlich noch ziemlich cool aus. Auch also auch das Fernlicht. Ich mache jetzt mal das normale. Gut, das Normale sieht man jetzt im Moment nicht so gut, weil die Sonne halt auch ein bisschen hinein, also weil die halt ein bisschen dran scheint, ist ja wieder logisch, aber ich meine von der Anzeige her und so. Wenn es jetzt Nacht wäre, eine Nachttour, also eine Nachttour wäre mit dem mega nice gewesen, ey. Das wäre sicher auch mega nice gewesen, ne? In der Kabine schön dunkel, diese Anzeige, wo aufleuchtet, das schöne Fernlicht. Und so wie das Licht eingebaut ist. Ich muss einfach sagen, da muss ich einfach ein Lob geben für dieses LKW. Ich kann einfach nicht mehr. Ich muss einfach ein Lob geben an die SCS Software, ey. So, okay. Wir haben noch eine Stunde Fahrt etwa. Eigentlich sozusagen noch 2 Stunden etwa. Jetzt dann bald nur noch eine. Und jetzt müssen wir schon wieder beim Zoll durch. Okay. Kein Problem, das haben wir schnell bezahlt. So. So, vom Bremsen hört man eigentlich nicht so viel Spezielles. Vom Bremsen hört man nicht so viel Spezielles, aber ansonsten auch das Bremsen, ich genieße das wirklich. Ich weiß nicht wieso, aber mit so Luxus-LKW und so weiter habe ich es einfach drauf mit fahren, ey. Da habe ich es einfach drauf, obwohl ich eigentlich in der letzten Folge mit diesem Volvo, den ich bei einer Mod-Vorstellung auch mal vorgestellt habe, obwohl ich den eigentlich mega feiert, also obwohl ich den damals richtig gefeiert habe, habe ich zwar gestern auch einen Unfall gemacht. Und was einfach speziell ist also am TGX, ist wirklich ein TGX-System. Ist nur ein bisschen, es ist nur eine bessere Version und größer, weil es halt XXL heißt und auch viel mehr Luxus. Kann man so sagen. Oh, jetzt hätte ich fast noch die falsche Spur genommen. Das passiert mir oft in ETS. Also das Blinklicht sieht auf jeden Fall deutlich, sieht man es näher und deutlich dicker auf jeden Fall und größer. Aber das hat, glaube ich, damit zu tun. Das liegt, glaube ich, am TGS-System. Also das war ja beim alten normalen TGX oder TGS. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt der TGS oder TGX war, den wir vor 2, 3 Jahren mal aufgenommen haben und ob ich überhaupt dieses Video noch auf YouTube online habe. Das ist auch wieder eine Frage, weil es war ein ziemlich altes Video von 3 Jahren. Da habe ich euch mal einen Volvo vorgestellt, das weiß ich noch. Und dann habe ich euch noch den MAN-TGS. Ah ja, ich glaube, das war der TGS oder TGX. Also das ist wirklich so das typische TGX oder TGS-System hier, das Blinklicht. Das erinnert mich ziemlich noch daran. So, genießen wir noch ein bisschen die Fahrt mit dem LKW. Übrigens habe ich da noch ein paar Buchstaben hin montiert, also aufgerüstet hier. Also einen Satz habe ich aufgerüstet, wo jetzt so schön grün aufleuchtet im Raum drin. Das ist mega nice, ey. Der leuchtet tatsächlich grün auf, ey. Jetzt können wir mal das Fernlicht anschalten. Boah, Alter, mit dem grünen Licht hier hinten. Ey, das sieht ja
mega, mega nice aus, ey, boy. Richtig nice. Und jetzt sehen wir natürlich auch die Anzeige, weil nicht mehr die Sonne, das war halt vorhin auch wegen dem Sonnenuntergang. Jetzt scheint es nicht mehr so stark drauf. Jetzt ist es wirklich nice, wie das hier drauf scheint. Also wie man das Licht sieht von der Anzeige hier und von hinten hier mit den Buchstaben. Das Licht, ey. Mega nice und dann noch dieses Licht hier draußen. Die Scheinwerfer. Einfach richtig cool, ey. Es ist jetzt sogar noch. Ich habe es noch moderner sozusagen gemacht. Durch dieses grüne Licht hier. Es hätte mich Wunder genommen, wenn ich jetzt ein anderes genommen hätte, wie das rausgekommen wäre. Wenn ich jetzt vielleicht einen anderen Satz genommen hätte, wäre es vielleicht in einer anderen Farbe gewesen. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall muss ich jetzt rechts abbiegen, rechts abbiegen, rechts abbiegen. So, jetzt können wir zum ersten Mal so richtig dieses Blinklicht benötigen. So, dann geht es wieder ab auf die Autobahn. Mit unserem schönen. Ich habe eigentlich dieses grüne Licht. Ich habe diesen. Oh mein Gott. Ich habe. Oh mein Gott, Alter, wieso. Jetzt habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt, dass das Spiel abstürzt. Ey, kaum sind wir beim anderen Zoll fertig, kommt gleich der nächste. Aber das ist extra so, Leute. Ist wirklich extra so. Kaum wird es dunkel, Leute. Ich habe eigentlich diesen Satz gar nicht mal so richtig beachtet. Kaum wird es dunkel, sehe ich den. Oha! Oha, hat sich jetzt das Licht selber eingeschaltet? Ne, das ist, glaube ich, das Sonnenlicht, oder? Ja, das war das Sonnenlicht, glaube ich. Ich habe gedacht, in der Kabine hat sich jetzt gerade irgendwie das Licht eingeschaltet. Das sieht auch noch ziemlich gut aus. Aber ja, dieses grüne Licht gefällt mir eigentlich auch noch. Also ich habe ihn mir so aufgerüstet. Eben, ich habe gedacht, diesen Satz würde nur hier so stehen für Dekoration oder irgendetwas. Aber dass der aufleuchtet, ist mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich mich wirklich jetzt nicht drauf geachtet. Ziemlich cool. Könnte ich auch bei einem anderen LKW anmachen. Aber zu diesem passt es einfach auch extrem gut. Zu diesem Luxus-LKW, sage ich dem mal. Neuen Luxus-LKW. So, Leute. Lange geht es auf jeden Fall nicht mehr. Bald sind wir in Mailand und dann ist unsere Tour natürlich fertig mit diesem MAN TGX Euro 6 XXL. Ja, ihr seht es bereits hier vorne. Gleich ist die Tour beendet und es war wirklich mega nice, so eine Tour zu machen mal. War nicht ganz so eine lange, aber das ist auch gut, dass es nicht allzu eine lange ist, denn ich feiere das auch sonst mega, auch wenn es nicht so eine lange Tour ist. Aber ich muss einfach sagen, ich habe es genossen, ey. Ich habe es wirklich jetzt vorhin genossen. Warte mal, ich schaue mal. Okay, wir sind eigentlich schon da, Leute. Wir sind schon da. Jetzt müssen wir nur noch den Auftrag erledigen und dann haben wir es eigentlich. So, dann würde ich mal sagen, biegen wir mal gleich mal links ab, wenn die Autos hier durchgefahren sind. Ja, wir sind da, Leute. Wir sind definitiv da. Da hinten links ist gleich unsere Firma, wo wir unsere Fracht abladen können. Und dann war's das natürlich auch schon für diese Folge und für diese coole Tour mit diesem neuen Luxus-LKW auf jeden Fall. Und wie ich den noch mehr luxuriert habe mit diesem grünen Licht, ey. Könnte ich eigentlich, also das wäre wirklich eine gute Idee, wenn wieder mal einen neuen LKW beim Steam Workshop erscheint oder durch ein neues Update, könnte ich das eigentlich wieder einbauen, wenn es bis dann immer noch das gibt oder sogar etwas Besseres, wer weiß. Wir sind mal mega gespannt. So, also Leute, jetzt muss ich da gleich mal
Rechts abbiegen, genau. So, und da geht noch ziemlich cool das Tor auf. So, okay. Natürlich immer auf Nummer sicher gehen. So, der Verladebereich ist, glaube ich, hier hinten, genau. So, dann fahren wir mal gleich hier nach hinten. So, jetzt parkieren wir mal das Ganze ein und dann haben wir's. Wow, Leute, wir haben keinen einzigen Schaden heute gemacht. Richtig nice auf jeden Fall. So, koppel ich mal das Ganze ab. Ausgezeichnet, Leute. Wer sagt's, ey? Tatsächlich haben wir es heute wieder ohne unfallfrei geschafft, mit diesem LKW zu fahren. Mir hat es natürlich mega, mega viel Spaß gemacht, Leute. Und ich bedanke mich auch wirklich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. War wieder mal richtig cool, euch einen neuen LKW vorzustellen mit dem neuen MAN TGX Euro 6 XXL. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es mega Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute. Und tschüss!